Hallo, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz schnell und ganz einfach solchen Eierbecher falten könnt aus dem Notizzettel, der 9 cm groß ist. Zuerst legen wir den Notizzettel in der Mitte zusammen. Jetzt legen wir die obere zu der unteren Kante, also wieder in der Mitte zusammen. Dann machen wir das Ganze auf. Als nächstes legen wir die Oberkante zu der Mitte. Jetzt legen wir die Unterkante zu der Mitte. Und dann machen wir das Ganze wieder auf. Jetzt drehen wir den Zettel so, dass oben die Faltkante ist und unten auch. Machen wir links die Seite so auf, dass die obere Linie auf der unteren Linie liegt. Oben bildet sich dann ein Dreieck. Die Linie liegt auf der Linie drauf. Da oben haben wir ein Dreieck gefaltet. Und genau dasselbe machen wir auf der anderen Seite. Machen die Ecke so auf, dass wir dann unten mit einem Finger festhalten. Und oben falten wir ein Dreieck. Diese Mittellinie soll auf der Linie drauf liegen. Da hat sich ein Dreieck gebildet. Jetzt drehen wir das Ganze um. Und legen diese Kante zu der Mitte der Linie nach. Genauso auf der anderen Seite, die Kante zu der Mitte, dieser Linie nach. Als nächstes nehmen wir das obere Teil, das sind zwei Teile jetzt. Und bei dem oberen Teil legen wir die Kante zu der Mitte. Also machen wir ein Dreieck und da achten wir drauf, dass diese Kante zu der Kante gelegt wird. Also das ist jetzt ein Dreieck und genauso auf der anderen Seite diese Kante zu der Mitte. Da legt sich dann automatisch die Kante damit. Drehen wir das Ganze um und machen auf der anderen Seite genau dasselbe. Und so legen wir diese Kante zu der Mitte. Und auf der anderen Seite genauso die Kante zu der Mitte. Jetzt haben wir unten zwei Dreiecke.
Als nächstes legen wir diesen Dreieck nach oben, dieser Linie nach. Nehmen den oberen Dreieck, legen den Faltenden nach oben, drehen das Ganze um und auf der anderen Seite genauso, diesen Dreieck, dieser Linie nach oben falten. Jetzt nehmen wir das Teil in die Hand und versuchen das von unten vorsichtig aufzumachen. Und da oben drücken wir das Teil rein. Unten gehen wir mit dem Finger rein, machen die Ecke auf. Also unten mit dem Finger reingehen, die Ecke aufmachen und das Teil innen reindrücken. Und jetzt falten wir der Kante nach innen rein. Die andere Seite genauso. Und jetzt haben wir unseren Eierbecher fertig gemacht. Andere kreative Videos findet ihr auf meinem Kanal Iras Kreativideen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen.